Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's build Viva Pinata. Und wir drücken sofort Start. Gibt ein bisschen... Start. Es gibt ein bisschen was zu erzählen. Ach, fertig, laber nicht. Und, Gartenspiel. Gartenladen. Garten betreten, lass mal weiter gehen. Garten betreten. Schönes Ding. Wenn du mit den Spielen aufhören willst, kehre zum Garten zurück. So, wir warten noch ein bisschen. Schön, hier sind wir. Der Garten ist epic voll. Vor allem da hinten in der Ecke und da vorne macht sich irgendwie gar nichts breit. Relativ beschissen, scheiden. Den Bananenbaum haben wir abgerissen, okay, cool. Ja, ihr müsst entschuldigen, das ist jetzt wieder ein bisschen was her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich sehe mir so ungern meine eigenen Folgen an. Das ist irgendwie, mich selber labern zu hören, wie ich mich versuche selber zu unterhalten, das kommt irgendwie doof. Und es geht für mich demnächst wieder umzugsmäßig weiter. Sprich, ich bin immer noch nicht zur Ruhe gekommen mit all dem Scheiß. Und erstmal werde ich zu meiner Schwester ziehen. Von... Ach, wir haben jetzt einen Parrybow. Da leckst mir am Arsch. Okay, cool, ja. Das müssen wir verkaufen. Weil ich aus dieser Wohnung raus muss. Und hast nicht gesehen, also was heißt raus muss, ich kann sie mir demnächst nicht mehr leisten, wenn es jetzt demnächst so weitergeht. Ich hatte zwar jetzt einen Job unten in München gefunden, ja, ich war ja letzte Woche war ich ja auf München-Tour. Und da habe ich jetzt einen Job gefunden, hurra. Aber, jetzt muss ich natürlich noch Wohnung suchen. Und bis dato kriege ich natürlich auch noch kein Geld von denen, ist klar, irgendwo. Ich will mir auch kein Geld geben. So, das ist alles weg. Ich räume hier nochmal gerade wieder ein bisschen auf. Was denn? Alles easy. Ja, wir Garten hier. Und ja, jetzt werde ich erstmal zu meiner Schwester ziehen. Wenn ich Glück habe, noch diesen Monat. Also wir haben jetzt heute den Superman-Kater, das ist direkt vor der Anzeige. 19.03. oder sowas müssten wir jetzt haben. Und vielleicht habe ich Glück und kann diesen Monat schon abhauen. Das wäre natürlich formidabel, würde ich ordentlich an Kohle sparen, mietemäßig. Was natürlich mega sweet wäre. Kann ich mich zur Seite legen und für den Umzug nach München erstmal zur Seite legen. Aber einiges, was ich verkaufen will. Ich hoffe, noch einen guten Preis für zusammenkriege. Kann nämlich davon nämlich auch etwas zurücklegen, damit ich mir unten alles zusammensuchen kann, was ich noch brauche. Vor allem eine Waschmaschine. Was hast du gegessen? Wen hast du gegessen? Und warum hast du ja jemanden gegessen? Was zum... Wer? Warum? Was zur Hölle ist passiert? Nicht meine Sesshaften.
brauche die jetzigen Piñatas. Okay, Pedo-Titte. Der hat Newtgard gefressen. Nein, Newtgard ist da. Axios. Müllerwurf 2, 1 bis 3. Wo wir einen Müllerwurf verkaufen könnten. Chico und Chica. Dom. Und ein Cybers. Dragonfly 2. Islice. Estolan. Schwanana. Oh oh. Er hat einen Dragonfly gefressen. Das Schwein! Er hat einen Dragonfly gefuttert. Scheiß Dr. Pesto. So minderwertige. Oh, fuck it. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal einen Dragonfly jagen lassen. Wen haben wir danach benannt? Impi, glaube ich, haben wir danach benannt, ne? Scheiß Pisser, Alter, ey. Es ist zum Kotzen. MP. Da mich doch, Alter. Ach so, wir brauchen ja noch für Elefanilla. Naja, diese 6000 Bananen gefuttert da. Scheiße. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Wo war ich jetzt drüber labern? Ja, Umzug. Bla bla bla. Meine Güte, du bist aber lange auf. Tja. Aber in einem schönen Garten muss man wohl viel Zeit investieren. Das. 2, 3, 4. Los. Ich hoffe natürlich, dass es alles formidabel abläuft mit den ganzen. Ja, der ganzen Suche nach Wohnungen in München hast nicht gesehen und bla bla bla. Dass es schnell vonstatten läuft. Hier, Dude, versuchst du irgendwie nach deinem Kollegen hier? Ich weiß jetzt selber nicht gerade, wo er ist. Du! Nix da reinfliegen. Oder rein. Glitschen. Lassen wir mal ganz schnell sein. Da ist er ja. Wo ist er hin? Er ist weg. Nein, aber jetzt nicht hin, ne? Genau wie du habe auch ich nie wirklich frei. Die Straße ruft mich wieder. Ja, ja, whatever. So. Ich wollte woanders hin, ne? Ich wollte jagen lassen. Wird jetzt ordentlich teuer wieder alles. Ja. Es ist so viel Kohle. Ja, mach einfach. Sonst dauert das zu lange. Danke, Pedo-Titte. Ich warte ja immer noch auf Galagugu, ne? Darauf warten wir ja auch noch die ganze Zeit. Und den Mellowwolf wollten wir eigentlich noch verkaufen. Schauen wir mal. Juck dir mal das schöne Vieh, du, an hier. Juck dir das mal an, du. Glotz mal auf das Biest, ey. Und tschüss. Ja, und so. Was? Zwei Squizzles. Nope, habe ich nicht. Sorry.
Metalwolf 3. Achso, Metalwolf 3 behalten wir doch nochmal. Kann ja einen erschrecken noch. Das müssten wir auf jeden Fall noch beibehalten. Da ist Galagugu. Oh, ein Galagugu. Du bist noch unheimlicher als der Pedobär. Ohne Witz. Ein Bunnykopf. Ach ja, und es kann sein, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das alles ablaufen wird und hast nicht gesehen, dass demnächst dann vielleicht mal so jeine LPs kommen werden und so. Weil ich halt nicht weiß, wie ich sie hochladen soll und hast nicht gesehen und hier und bla und dödeldei. Und daher entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Man weiß ja nie, was so alles daraus jetzt noch wird. Ja, daher erstmal sorry, deswegen. Aber, ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt demnächst, also ich werde innerhalb von ein, zwei Tagen werde ich zu meiner Schwester umgezogen sein. Das ist jetzt nicht die Schwierigkeit. Also da wird's auf jeden Fall... auf jeden Fall die Möglichkeiten geben. Raus. Alter! Lass meine Axolotls in Ruhe. Meine Pedotitte. Onkel Pedotitte. Ach du Scheiße. Aber wenn ich halt natürlich nach Bayern runtergezogen bin, muss ich natürlich gucken, wann ich Let's Plays wieder aufnehmen kann. Hast du nicht gesehen. Ich entschuldige mich daher schon mal vorausmäßig, dass, ja. Dass da erstmal nichts kommen wird. Je nachdem, wie alles abläuft. Und hast du nicht gesehen. Ich wiederhole mich natürlich jetzt 5000 Mal. Aber es ist halt natürlich ein gewaltiger Schritt auch in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich weiß, dass es teuer ist und mach einfach. Es ist natürlich wesentlich teurer und hast nicht gesehen. Das ist mir bewusst. Das weiß ich. Es ist keine Sache, die ich jetzt einfach so spontan gemacht habe. Es ist eine lang überlegte Angelegenheit. Und für mich gab es halt nur zwei Orte, Ostsee oder München, also Bayern. Und Ostsee findest du aber genauso viele Jobs wie hier. Ergo, lohnt sich nicht. Warte mal, dich brauche ich ja nicht mehr, ne? So, hier empfängt Pinata. Schwupp. Ja, ich gehe in meinen Garten zurück. So, was brauche ich denn für ein Techtelgemächtel? Sag an. Hat drei Paradiesblumensamen gegessen. Ich habe gerade einen verkauft, richtig? Leck meine Füße. Okay, Paradiesblumensamen. Ja, ja, mach mal. Drei. Zurück. Wo sind meine lieben Liebsten? Meine lieben Liebenden. Du, komm mal her. Du hier fressen. Hopp. Ja, nicht angucken, fressen. Ihr seid was wir spielen, glaube ich. Oh, eine Dragonfly. Moin.
So, hat ein Orchideensame gefressen. Dann suchen wir mal Orchideensamen. Guten Morgen! Wie wäre es mit etwas Sämigem? Nein, so war das nicht gemeint. Hast du... Fressen! Hallo? Wo ist er denn? Wieder reloaded, so wie Switch auf Pro 7. Fang ich 10-mal an zu quatschen, aber hab's dir verschwiegen. Ey, das ist wichtiger als Geld, keine Wahl, doch sie fällt. Wo ist er hin? Mitten von uns auf dem Boden, wie die Träume von gestern. Ich hätte dir gerne auf der gesagt, ja, wie stolz ich auf dich bin. Aber leider war da. Mein Ego dagegen. Trinkt eine Augenklappe. What the fuck? Wenn du's nicht mehr miterlebst, dieses Leben hier ist schnell. Und je schneller du gehst, desto langsamer fällt. Es ist nicht dein Ernst, Alter. Wir werden nicht wirklich jetzt eine Augenklappe haben, oder? Was für ein Scheiß. Kein Problem, Menschen kommen und Menschen gehen, aber ganz tief in mir drin werde ich dich wieder sich verhalten und beschützen, so als wärst du mein Kind. So, komm. Ich will ihm eine Augenklappe geben. Ich will. Alles schneller mit der Zeit, aber diesen einen Wunsch, den hab ich noch frei. Das passiert. Eine coole Sonnenbrille. Aha, aha. Oh yeah. Aber du kriegst die Augenklappe. Hör auf, so rum zu nörgeln, du kleine Dreckige. Was hier Neues? Football-Helm, Partyhörner, Plünderer-Helm, Retro-Disco-Perücke und Krone. Meiner warst dich zu verlassen. Nice. Ich liege nur noch in Ketten und fang an mich zu hassen. Manche Momente sind so leer. So, ist auch erledigt. Klopf mir jetzt noch auf die Schulter und sag, es ist nicht schwer. Es tut mir leid. Eine Piratenstatue im Garten. Was so ein Scheiß, Alter. Was will denn noch alles? Nur um dir einfach mal Techtelmechtel geil zu machen. Piratenscheißstatue. Jetzt geht's aber los hier. Dann mich doch. So, warte mal. Ja, okay, ist noch ein bisschen Zeit. Piratenstatue. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's los. Rennen wir die halt hier in der Kasse. So. Ah, endlich die scheiß Perry-Bow-Behausung. Leck mich am Arsch. Alter, wir sind nur noch auf 4.000, auf 49.000. Wir waren bei 80.000. Zum Strippen oder was? Jetzt gehen wir woanders suchen. So. Nein, da wollte ich nicht in der... Waren und es geht zurück zum Anfang. Und sie schießen auf dich, du siehst Erinnerungen schwinden. Und meist kommen die Nachbarn. So, den ganzen Shit jetzt nochmal. Schmerz überwinden, doch leider liegst du da allein. Guten mit Morgen. Dir, die Gedanken, sie verfliegen in der Zeit, so was passiert. Jeden das war falsch. Darf nicht aufhören mit dem Kampf. Darf nicht aufhören mit dem Kampf. Das passiert tausendmal, jede Stunde. Drei hiervon. Verrennst du dich ins Nichts und verletzt offene Wunden. Eins, zwei, drei. Mit den Objekten. Eins. Du, hier hinne. Bevor sie sich einpflanzen, bitte noch. Du Name, Kröke, du. Fressen. Alter! Was fliegt denn der Arsch jetzt einfach weg? Glaubst du es denn? Ey, wehe, die pflanzen sich... Weg damit. Sowas will ich nicht hier haben.
Wo ist er denn?